Hallo und willkommen zurück bei Elex 2. Ja, und jetzt sind wir doch hier bei den Outlaws und hier gibt's viel zu erkunden. Ich glaube, wir machen erstmal alles rechts von der Straße. Na, hier gibt's halt sehr viel wieder zum Mitnehmen und sehr viel zum Übersehen vor allem. Vielleicht sollten wir auch erstmal hier oben, überall, genau, wir machen erstmal alles hier oben. Haben sich aber eigentlich gut verteidigt hier, ne? Mit. Ja, ein Bild gemalt. Und eine Truhe. Das war wohl nichts. Alter, was hier alles drin ist. Sache, das gewöhnliche Outlaw-Hemd. Einfach mal mehr Rüstung. Sieht aus wie der eine Typis. Aber ich finde das eigentlich gar nicht so unstylisch. Ach so, ich habe was vergessen. Sieht so aus, als könnte hier drauf auch noch was sein. Sieht auch nur so aus. Sieht auch so aus, als könnte. Wenn das. Hätte das Dach einen ganz besonderen Style. Ruckelt das denn hier wieder so rum? Gut, dann können wir wieder runtergehen. Und du bist? Ich habe zu tun. Jemand, der zu tun hat, alles klar. So, wie können wir das denn jetzt hier systematisch gut erkunden? Wir müssen auf jeden Fall den Blade finden. Eine Schmiede. Du hast hier nicht. Na endlich! Wag das hier nicht noch einmal! Skibor, den muss ich finden und am Leben behalten. Hier ist der Söldner. Ey! 100 Splitter für einen Tag. Ab einer Woche gibt's Rabatt. Das Risiko trägst du. Keine Entschädigung bei Unfällen. Aha. Und was genau verhandeln wir gerade? Bei dir muss ich wohl von vorn anfangen. Ich bin der Typ, der dich unsterblich macht. Trägst du nicht ein bisschen dick auf? Ich saufe, rauche und hab mehr Kerben auf der Flinte, als ein Reißer Zähne hat. Trotzdem stehe ich hier und atme. Also, kommen wir langsam ins Geschäft? Ich kann den mitnehmen? Hast du auch einen Namen? Ich ziehe es vor, keinen zu haben. Ein Name klebt wie Blut an dir, lockt nur die Geier an. Einmal nicht aufgepasst und du stehst auf einer beschissenen Liste. Wer im Schatten bleibt, verbrennt sich nicht den Schädel. Pack deine Sachen, du bist angeheuert. Ich glaube, du hast was falsch verstanden, Bruder. Die Drecksarbeit erledigst du schön selbst. Aber ich kann dir zeigen, wie man's macht. Ich bilde dich aus und verkaufe dir genug Zeug, damit du mehr als einen Tag da draußen überlebst. Meinen Tages- und Wochensatz kennst du ja. Also, steht der Deal? Ich bezweifle, dass du mir etwas Neues beibringen kannst. Verstehe. Bist selbst im Gewerbe. Ein Profi sozusagen. Hör zu, Junge, auch wenn's abgedroschen klingt. Man lernt nie aus. Und ich bin sicher, ich kenne noch den ein oder anderen Kniff, der dir den Arsch retten wird. Wenn nicht, bleibt dir noch immer die Ware. Bring mir etwas bei. Wusste ich doch, dass ich dir noch was zeigen kann.
kann tatsächlich ziemlich viel. Aber nichts, was ich gerade brauche. Was hast du auf Lager? Sieh dich um. Den kaufen wir mal. Ob das reicht? Vielleicht sollte ich Baxter... Obwohl... Nein. Wenn ich die 2 Kisten von letzter Woche abziehe, kommen wir trotzdem noch einen weiteren Monat hin. Fehlen nur noch die Konserven. Oder habe ich die übersehen? Gute Frage. Wir sind ja schon im Trend, dass wir immer zumindest mal reingucken, ne? Das war wohl nichts. War auch nicht die beste Tour. Das war wohl nichts. Eine geheime Notiz. Mal reingucken. Da ist wieder so viel Zeug. Die hat eine Waffe rausgeschmuggelt. Huch, ich habe dich gar nicht bemerkt. Sag, wie kann ich dir helfen? Wenn du eine Auskunft brauchst, bist du woanders besser aufgehoben. Ich kenne mich nur ein wenig im Schieberdistrikt aus. Was machst du hier? Verzeih, aber das möchte ich für mich behalten. Kommen wir lieber auf das zu sprechen, was auch dir helfen wird. Ich handle mit ein paar Gegenständen. Warum schaust du dich nicht um? Vielleicht findest du ja etwas Brauchbares. Ja, das auf der Notiz zum Beispiel. Machen die Outlaws dir keine Probleme? Nein. Ich stehe sozusagen unter besonderem Schutz. Blade? Irgendwelche Übergriffe muss ich also nicht befürchten. Also von Baxter. Das bedeutet natürlich nicht, dass ich mir alles herausnehmen kann. Ich gebe mir einfach Mühe, nicht negativ aufzufallen. Aber auch darüber möchte ich nicht reden. Du willst doch sicher noch eines von meinen Stücken kaufen. Greif also zu, bevor es ein anderer tut. Zeig mir deine Ware. Gerne. Kanonenmunition. Weißt du, die kosten eigentlich alle nichts, ne? Komm, hier, nimm mir einfach mit. Kostet doch nichts. Dass ich diese ganzen Blaupläne nicht sowieso schon alle gekauft habe. So, aber hier haben wir schon den nächsten Quest. Jax, was in aller Welt machst du denn hier? Ich dachte, dich gibt es gar nicht mehr. Du kennst mich? Natürlich. Wir haben etwas gemeinsam, du und ich. Xakor, klingelt da was? Moment, willst du mir sagen, du bist ein Alp? Das weiß ich doch. Psst, nicht so laut. Dass ausgerechnet du das in Frage stellst. Du siehst für einen ehemaligen Alp auch nicht gerade blass aus. Aber was anderes. Du wurdest geschickt, um mich zum Depot zu begleiten, nicht wahr? Nicht ganz. Irissa wollte wissen, ob du noch in einem Stück bist. Das ist alles? Mehr hat sie dir nicht anvertraut? Dann werde ich wohl bei Null anfangen müssen. Aber nicht hier. Wenn ich weiter aushole, wächst diesem degenerierten Haufen noch ein zusätzliches Paar Ohren. Vor der Stadt ist es sicherer. Folge mir. Nur mal so aus Neugier.
Was hältst du von dieser Stadt? Ich war noch nicht lange hier. Meine alte Hütte hat mir besser gefallen. Das kann ich mir vorstellen. Aber der Gestank hier ist sehr aufschlussreich. Wie meinst du das? Es riecht nach Lust, Furcht und Gier. Die ganze Gegend stinkt nach Mensch. Ich dachte, du wolltest keine Aufmerksamkeit. Wenn du weiter so redest, erreichst du das Gegenteil. Ach, guck dir die Gestalten doch an. Das übersteigt deren Horizont. Aber wenn es dir wichtig ist, verzichte ich auf weitere Ausführungen. Immerhin bist du mein Vorbild. Das Ideal, an dem ich arbeite. Ist das so? Natürlich. Du wirst es bald verstehen. Ein anderer Torwächter. Aber wir werden Skibo auf jeden Fall beschützen. So. Das ist weit genug. Zeit, den Stand der Dinge zu klären. Wie es aussieht, weiß ich mehr über dich, als du über mich. Die Frage ist somit, wie viele Informationen ich dir anvertrauen sollte. Denn wenn Irissa nicht konkret geworden ist, wird sie ihre Gründe gehabt haben. Schaffen wir also eine gemeinsame Vertrauensbasis. Begleite mich zum Depot nach Ignadon. Unterwegs lernen wir einander kennen und nebenbei erzähle ich dir ein paar Takte über mich und meine Mission. Einverstanden. Aber ich wollte mich noch etwas in der Gegend umsehen. Verständlich. Dann kann ich noch ein paar Kleinigkeiten erledigen. Wenn du bereit bist, reicht ein Wort. Du findest mich im Distrikt der Schieber. Ich werde zuerst den Blade-Auftrag machen. Hey, du! Ach, vergiss es. Hab dich verwechselt. Wen hast du denn erwartet? Nicht dich. Geh weit. Ich hoffe, ihm passiert jetzt nichts. Aber was machen die Berserker hier? Der Krater wartet auf uns. Und ich, Idiot, höre auch noch auf dich. Konnte ja keiner ahnen, dass man uns die Taschen leert. Was machen wir denn jetzt? Wir sind total abgebrannt. Wir ziehen weiter. Der Tipp mit der Burg klang doch vielversprechend. Meine Stiefel sind so löchrig wie meine Taschen. Die lassen uns garantiert nicht rein. Jetzt vergiss mal deine scheiß Stiefel. Die Typen brauchen Leute wie uns. Ich verspreche dir, sobald wir dort sind, kriegst du ein paar neue Treter. Und zu fressen haben wir auch. Also komm jetzt. Na schön. Hoffentlich behältst du dieses Mal recht. Bin gerade... Ich folge denen mal besser. Aber eigentlich wollte ich ja zu Blade gehen. Aber die rennen wenigstens schnell. Naja, hab die eine Hälfte versoffen und den Rest wohl verloren. Ich habe gehört, dass sie ihn rausgeschmissen hat. Wollen zu irgendeiner Burg rennen. Die Frage ist, welche Burg meinen die? Ich folge denen einfach. Wenn die in Gefahr sind, helfe ich denen. Das triggert vielleicht eine Quest. Ich meine, das war ja mit den Kindern bei den Berserkern, ne? Die drei Fragezeichen. War ja auch kein Quest, ne? Das war ja einfach so. Nebenbei gelaufen. Die laufen alle woanders lang jetzt. Bin gerade. Ach, weißt du, dann ist es mir auch egal. Wenn jetzt zusammengelaufen werden, aber wenn jetzt beide sich trennen, dann kann ich ja eh nicht beide beschützen. So. Ich will eigentlich hier noch gar nicht die Quests machen. Weil das sollte ja mein Testgebiet sein. Aber wir machen das mit dem Blade.
Der stand ja eben da hinten. Cliffs Notizbuch. Und wieder Cliffs Notizbuch. Stehe jetzt ja nicht unbedingt hier Notizen. Das habe ich bei den Berserkern ja auch nicht gemacht. Das habe ich jetzt halt nur bei den Dings gemacht, ne? Bei den Alps. Wobei hier bei den Outlaws in der Truhe habe ich es ja auch gemacht. Die deuten bestimmt auf was Wichtiges hin. Ah, hier ist er ja direkt. Blade hat jetzt keine Zeit für irgendwelche Penner. Verzieh dich. Wie hast du mich gerade genannt? Was? Penner? Was willst du dagegen machen, du Penner? Ich will, dass du Vicky in Ruhe lässt. Vicky? Vicky? Wer war das noch gleich? Ach, du meinst die dumme Schlampe, die ihre Schulden nicht ordentlich bezahlt? Und jetzt schickt sie dich, um mir eine aufs Maul zu geben, oder was? Das muss nicht sein. Vielleicht können wir uns irgendwie anders einig werden. Du musst schon ein echt gutes Angebot haben, wenn ich aufhören soll, mir meine Splitter von ihr zu holen. Wenn du Vicky weiterhin Probleme machst, wirst du schon bald tot sein. Soll das etwa eine Drohung sein? Nein, aber sie ist wirklich unzufrieden. Noch hat sie nur mich geschickt, aber das nächste Mal kommst du vielleicht nicht so einfach davon. Du meinst also, dass sie vorhaben könnte, mich umbringen zu lassen? Möglicherweise, man kann nie wissen, wozu ein verzweifelter Mensch imstande ist. Vielleicht hast du recht. Ich werde sie in Ruhe lassen. Ich habe noch genug andere Einnahmequellen. Da werde ich auf die Kohle von Vicky auch verzichten können. Wenn du weiter nichts wolltest, bin ich mal weg. Wir sehen uns. Hoffentlich nie wieder. Okay. Wer bist du? Man nennt mich Blade, weil ich dich aufschlitze, wenn du zu viele dumme Fragen stellst. Was machst du hier? Was ist das für eine dumme Frage? Ich laufe mein Revier ab. Wenn du also keine Abgaben an mich zu zahlen hast, verzieh dich endlich. Gut. Ich muss denn ja nicht unbedingt einer aufs Maul hauen, ne? Oder soll ich es vielleicht doch machen? Also ich würde mich davon nicht eingeschüchtert lassen an seiner Stelle. Hätte ich die jetzt besucht und hätte die platt gemacht. Blade wird nicht länger Schutzgeld von dir verlangen. Du hast es also echt geschafft. Ich stehe in deiner Schuld. Wie verabredet. Hier deine Bezahlung. Es ist nicht viel, aber mehr kann ich aktuell nicht entbehren. Nein, das machen wir nicht. Gern geschehen. Es war mir eine Freude, mit dir Geschäfte zu machen. Wenn du mal wieder in der Gegend bist und was kaufen oder verkaufen willst, du weißt, wo du mich findest. Danke nochmal. Für alles. Das hat ihr gar nicht gefallen. Alles okay soweit? Zur Beanstandung gibt es aktuell... Ich weiß, du meinst es gut. Doch solltest du darauf achten, dass deine eigenen Belange dabei nicht zu kurz kommen. Gut. Bleib. Wir probieren das mal aus. Ob das jetzt negativ gegeben hat. Sieht nicht so aus.
Zumindest habe ich nichts gelesen. Mit. Das heißt, ich muss sie nicht immer nach Hause schicken. Dann gehen wir jetzt zu Skibor. Den Rest, den wir hier haben, machen wir hier noch nicht. Das hat ja kein Zeitlimit. Wolltest du nicht aufbrechen? Sicher. Nur habe ich das Gefühl, ihr hättet mir noch weitaus mehr geben können. Viper hat dir schon die doppelte Menge gegeben. Was willst du noch? Doppelt? Dreifach? Wen kümmern Mengenangaben? Gebt mir, was mir zusteht. Zaubern kann ich nicht. Da bist du bei den Berserkern besser aufgehoben. Du weißt ganz genau, dass ich die Ware bei ihnen nicht bekommen kann. Jedes Mal, wenn du hier bist, hältst du die Hand auf. Aber ich sag dir was. Komm in einem Monat wieder. Viper hat bis dahin mehr organisiert. Deal? Ich nehme dich beim Wort. Kannst du auch. Gute Reise. Du bist eine echte Halbgeborene? Das ist richtig. Ah, bist du dir sicher? Von mir selbst habe ich das auch schon einmal geglaubt. Ich bin mir sicher. Ich war noch niemals ein Teil einer anderen Gemeinschaft. Die Zusammenkunft meiner Eltern diente nur einem Zweck, dem Erhalt der Rasse der Alps. Und du weißt doch, wie die Dinge gelaufen sind. Bei Ungehorsam oder jedwedem anderen Gefühl wären sie sofort getötet worden. Viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Ah, ja. Du bist eine echte Alpgeborene. Ich begleite dich zum Depot. Exzellent. Mir nach. Verschwinden wir aus diesem Loch. Jeder versucht, dich hier über den Tisch zu ziehen. Nicht mit mir. Bleib dicht hinter mir. Nicht, dass du verloren gehst zwischen all dem Schrott. Keine Sorge, Skibor. Ich will ja hier noch gar nicht sein. Ich will hier als Alp auftauchen, um zu sehen, ob die mich anders behandeln. Sind sie noch immer in Goliath? Das muss dir aber schief gehen. Wir haben jetzt natürlich auch hier ein paar Sachen mitbekommen. Was quatschst du da? Man verliert seine Splitter doch nicht. Ist aber so. Wie die mich behandeln, als ich noch kein Alp war. Haben wir jetzt ja auch schon teilweise gesehen dann. Hier haben alle Sonnenbrille. Zum Glück habe ich eine normale Brille. Sonnenbrille ist hier zu uncool, weil die hier jeder hat. Hier brauchst du was Vernünftiges, was Normales. Unsere erste Etappe liegt außerhalb des Kraters. Das wird ein langer Weg. Je schneller wir hier raus sind, desto besser. Sonst fangen wir uns noch eine Krankheit ein. Irgendwie fällt mir der Aufstieg immer schwer. Der Nachteil, wenn man kaum Elex kommt. Also nochmal. Der Nachteil, wenn man kaum Elex konsumiert. Die Kraft schwindet. Warum tust du es dann nicht? Und damit meine menschliche Form aufs Spiel setzen? Die Menschen sollen nicht wissen, woher ich komme und was ich... Geh weiter. Einfach mal einen Bauplan für Handgranaten gefunden. Nice. Ah, die Luft wird frischer. Kostbarer Sauerstoff. Wo war ich gerade? Ah ja. Merkst du auch, wie sich die Lungen füllen? Es riecht nicht mehr so unangenehm. Alter, was hast du für eine fette... Es riecht nicht mehr so unangenehm, Waffe. Falls du das meinst. Exakt. Das unterscheidet uns von den anderen Alps. Sie haben kein... Wenn hier permanent unterbrochen. Kannst auch ruhig weiterreden. Ich führe dich. Was ich gerade sagen wollte, bevor ich unterbrochen wurde. Tja, Krone der Schöpfung, dass ich nicht lache. Zu fühlen. Also der ist zu wohl fühlen ein ist eine Faszination, die ein Großteil von uns noch immer nicht versteht. Alles braucht seine Zeit. Ha, die Floskel hast du doch von den Menschen übernommen. An Zeit mangelt es.
Also nochmal. An Zeit mangelt es nicht, wohl aber am Willen. Der Wille nach Veränderung ist aber unter den unseren nur bruchstückhaft vorhanden. Aber auch das wird sich ändern, wie alles im Leben. Der Krater des Meteoriten. Vor uns erstreckt sich ein wahrer Schatz. Wohl eher ein Haufen Blechhütten. Exakt. Und doch ist das nur die halbe Wahrheit. Einerseits ist der Krater der größte Schrottplatz der Welt. Andererseits steht er für die Geburtsstunde der Alps. Ohne das Elex, das der Meteorit mit sich gebracht hat, gäbe es uns nicht. Wie steht's mit dir? Ich für meinen Teil habe mich satt gesehen. Lass uns weitergehen. Alles klar. Du bist übrigens einer der Gründe, warum es mich gibt. Wie darf ich das verstehen? In Bezug auf mein Äußeres. Aber dazu muss ich etwas weiter ausholen. Als du dich seinerzeit mit den Menschen... Ah, verdammt. Guck mal nach vorne, die zwei da. Ich glaube, die wollen was von uns. Ja, Sekunde. Da ist auch noch was, was von uns will. Die hätten mal hier das Haus looten sollen, anstatt da zu warten. Hier liegt ja überall noch Loot rum. Sogar eine Truhe. Sieht aus wie eine Morkon-Truhe. Ah, geile Truhe. Ah, das heißt, wir können den grünen Stein erweitern. Perfekt. Wir müssen jetzt 4 davon haben. Was ich hier noch alles finde. So. Was wolltest du sagen? Bleib dicht an mir dran. Wir schlitzen hier einfach weg. Ist ja egal, wenn es Outlaws sind. Mit einem der Kerle bin ich schon öfter aneinander geraten. Besser du übernimmst das. Sorg einfach dafür, dass man uns durchlässt. Wie, überlasse ich dir. Und was machst du? Ich beobachte und lerne. Bin gespannt, wie du die Situation löst. Gut, halte ich im Hintergrund. Verstanden. Na, Bürschchen, hast dich verlaufen? Oder suchst für dich und deinen Begleiter ein einsames Plätzchen? Ja, und so wie dein Freund grinst, könnt ihr mir sicher eins empfehlen. Du bettelst ja förmlich drum, dass ich dir die Fresse stopfe. Du hast noch eine Chance, mit heiler Haut hier rauszukommen. Ich will Kohle sehen. Wegt Zoll, kapiert? Viper hat ausdrücklich verboten, Reisenden. Sehe ich so aus, als wenn mich interessiert, was er von sich gibt? 200 Splitter auf die Kralle. Sofort. Gegenvorschlag. Bezahlen mich, dann lasse ich euch am Leben. Ich wusste, der Kerl sieht nach Ärger aus. Los, lass uns abhauen. Du hast das völlig falsch verstanden. Ich muss nach Wegzoll fragen. War nicht meine Entscheidung, ehrlich. Rück das Elixid raus und ich vergesse die Angelegenheit. Du hast ihn ja gehört. Bezahl den Mann. Ich? Aber warum ich denn? Jetzt mach schon. Es ist ja alles geklärt. Wir verziehen uns dann. Ja, bevor ich es mir anders überlege. Das war jetzt nicht sehr löblich. Bin immer noch erschaffend, aber es wird weniger, ne? Wir waren mal rein erschaffend, es wird immer weniger. Ich bin überrascht. Du hast diesen Herumtreiber wirklich am Leben gelassen. Ich gebe zu, ich bin vom Gegenteil ausgegangen.
Naja, verschwinden wir von hier. Nur muss ich ein wenig das Tempo rausnehmen. Mein Magen macht wieder Probleme. Na super. Gehen wir ein kleines Stück. Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Das geht schon seit ein paar Tagen so. Verdammter Organismus. Vielleicht muss ich ihm doch wieder etwas mehr Elex zuführen. Du wolltest mir erklären, was es mit deiner menschlichen Form auf sich hat. Viele von uns konnten nicht nachvollziehen, wie es dir vor Jahren gelungen ist, den Hybriden zu stürzen. Wenn wir Alps wieder die Macht übernehmen, dann kommt das alles hier weg. Wo war da ich sind gerade? Echt viele Gegner. Ah ja. Aber es musste mit deinem Zugang zu Emotionen zusammenhängen. Um also unsere Effizienz zu steigern, mussten wir unseren Elex-Konsum herunterfahren. Was macht denn Ekron hier? Nebenbei bemerkt, sowieso passiert wäre. Wir Alps sollten wir... Warte mal da. Wir sind ein paar Gegner. Mit denen würde ich gerne mal reden. Jetzt geht's auf die Fresse. Das sind echt viele. Aber auch schwache. Ich renn voll in die Granate. Oh, die Granate habe ich nicht gesehen. Hey Ekron, wenn du hier rumrennst, dann kannst du ja auch helfen. Das treibe ich dir aus. Okay, er hilft. Aber er hat mir auch Erfahrung geklaut, das weiß ich nicht zu. Aber den Machtblitz will ich auch haben. Verfluchter Drecksau! Oh. Das Versteck haben wir ausgehoben. Wobei, ein Versteck war es ja nicht. Das war eher schon einfach eine Basis, ne? Vor allem, wie viele das waren. Aber ich hoffe, es gibt mehr von solchen Basen, wo so viele sind. Wenn ich später alt bin, muss ich das natürlich voll ausnutzen, ne? Damit mein Machtblitz hier alle kaputt machen. Das Haus looten wir, den Rest looten wir hier nicht. Nur dieses eine Haus machen wir. Aber auch nur, weil das denen gehörte. Ach, hier oben. Wollte gerade sagen, wo
Haben die denn das ganze Zeug? Oder wie kommt man rein? Anscheinend kann man gar nicht ins Haus gehen. Aber lustig, dass wir auch hier auf dem Weg getroffen sind. Ich führe dich. Wo war ich gerade? Ah ja. Warum? Ganz einfach. Die Konverter waren zerstört. Der Elex-Nachschub ist ins Stocken geraten. Was Emotionen aber bewirken, wie man mit ihnen umgeht, dafür mussten umfangreiche Studien her. Und wie sahen die aus? Du begleitest gerade eine zurück ins Depot. Ich bin selbst eine. Du hast also im Krater menschliche Verhaltensweisen analysiert. Nicht nur dort. Ich war fast überall. Aber was anderes. Ich brauche eine Pause. Mein Körper braucht Nährstoffe, ganz gleich, ob der Magen rebelliert. Der Nachteil am Menschsein ist der kümmerliche Abwehrmechanismus. Vitamine, Proteine, ständig muss man auf den Energiehaushalt achten. Als reiner Alp war ich selbst mit einem Minimum an Nahrung imstande, Höchstleistungen zu vollbringen. Aber da erzähle ich dir ja nichts Neues. Also, willst du auch was essen? Ich lade dich ein. Das Angebot schlage ich nicht aus. Hier, alles, was du brauchst, in nur einer Dose. Das ist alles? Koste. Du wirst überrascht sein, wie reichhaltig es ist. Da ich nicht drumherum komme, meine Portion jetzt gleich zu mir zu nehmen, könntest du in der Zeit nach Verfolgern Ausschau halten. Wäre nicht das erste Mal, dass ich mich damit rumschlagen muss. Erwartest du weitere Outlaws? Ja, die Begegnung mit den beiden hat bestimmt Staub aufgewirbelt. Minimieren wir das Risiko einer Konfrontation. Gut, ich sehe nach, ob uns jemand folgt. Lauf einfach ein Stück den Weg zurück, den wir gegangen sind. Aber bleib in Rufweite, dann kann ich zu Hilfe kommen. Bekomme ich hin. Bis gleich. Gucken wir mal nach seiner Ration. Wo ist sie denn? Erstmal die Beutel. Wer sagt's denn? Na also. Da. 24. Na komm, was soll's. Gegönnt. Bah, das Zeug schmeckt ja abscheulich. Was ist das für ein Fraß? Du bist okay. So, der will jetzt ein bisschen den Weg zurückgehen. Skibo hat sich getäuscht. Niemand verfolgt uns. Zeit zurückzukehren. Der hat nur irgendwas gemacht. Und? Wie viele Verfolger hast du gezählt? 3? 4? Keinen einzigen. Höchst ärgerlich. Für mich ist nichts lehrreicher als eine Situation, die eskaliert. Das Adrenalin, der ungewisse Ausgang, ein Fest für das Bewusstsein. Aber ich schweife ab. Gab es sonst noch was? Was war das für ein Zeug, das du mir zu essen gegeben hast? Lebendnahrung. Ein angereicherter Proteinmix. Insekten liefern hochwertiges Eiweiß und Mineralstoffe. Du hättest nur umrühren müssen, dann hättest du sie gesehen. Ich war mir sicher, du würdest eine derartige Kost zu schätzen wissen. Sagen wir so, ein Stück Fleisch wäre mir lieber gewesen. Du musst doch eine Geschmacksexplosion mitbekommen haben. Diese unfassbare Süße im Verbund mit der weichen Konsistenz. Dazu noch der stechende Geruch. Das beweist doch, wofür unsere Sinne geschaffen sind. Trotzdem sollten wir aufbrechen. Mein Magen macht zwar noch immer Ärger, aber darauf dürfen wir keine Rücksicht mehr nehmen. Bereit zum Aufbruch? Ich weiß, warum sein Magen Probleme macht. Deshalb. Natürlich, auf geht's. Wenn er sich sowas reinzieht. Gut, es ist ohnehin nicht mehr weit. Eine Frage beschäftigt mich schon länger. Wenn du jemanden aus dem Weg räumst, was fühlst du da? Ich frage, weil dieser Umstand bei mir ein extremes Hochgefühl auslöst. Ich genieße es förmlich.
Das Flackern in den Augen, das Zittern des Körpers, als würde man ein Insekt in der Hand zerquetschen. Was ich fühle, hängt vom Gegenüber ab. Ah, ich verstehe. Individuelle Abneigung oder Zuneigung beeinflussen den Grad der angewendeten Gewalt. Du hörst dich gern selbst reden, oder? Die Wort... Also nochmal. Die Wortkarg... Gut, ich würde aber sagen, das war's für diese Folge. Oder komm, wir lassen ihn auf seine Rede. Habe ich hinter mir. Allein das Luftholen, um neue Wörter zu formen, lohnt sich schon. Aber du sprichst wieder einen wichtigen Punkt an. Ich schweige für eine Weile. Dann ist es einfacher, meinen Bewegungsfluss aufrechtzuerhalten. Und damit würde ich sagen, war's das für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Und da hinten sind schon Gegner, die wir dann gleich bald machen. Also bis dann. Ciao!